dieses Semester beschäftigen wir uns mit dem Thema Erinnerungen ohne ZeitzeugInnen? Fragezeichen. Mit diesem Thema diskutieren wir eben das Ende der Zeitzeuginnenschaft. Die letzten Zeitzeuginnen der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus und der Shoah sterben. Und die Frage, was das für die Erinnerungs- und Gedächtniskultur bedeutet, ist Gegenstand von mittlerweile jahrzehntelangen Überlegungen. In diese Diskussion möchten wir uns mit unserem Semesterschwerpunkt einbringen. Also für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal bei einem Gedenken sind, was ist überhaupt Gedenken? Gedenken ist eine Veranstaltungsreihe des Vereins Gedenkdienst in Kooperation mit dem Mauthausen-Komitee Österreich, die während des akademischen Jahres in der Regel monatlich stattfindet und aus wissenschaftlichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Zeitzeuginnengesprächen und so weiter besteht. Wir verstehen uns als Beitrag zu einer lebendigen Gedächtnis. Wir wollen eben einen Beitrag zu einer lebendigen Gedächtniskultur und Erinnerungskultur beitragen. Und unsere Veranstaltungen stehen eben immer allen offen, finden normalerweise im Depot statt. Leider, wir hatten es in unserem Folder angekündigt, leider sind wir jetzt erst wieder in Zoom, aber freuen uns schon wieder, wenn wir dann im Depot sein können. Also vielen herzlichen Dank auch für die Kooperation mit dem Depot. Was ist der Verein Gedenkdienst? Weil, möchte ich auch noch kurz mal sagen. Also der Gedenkdienst ist eine politisch unabhängige, überkonfessionelle Organisation, die sich mit den Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Ziel des Vereins ist es, geschichts- und gesellschaftspolitische Aufklärungsarbeit und Gedenkarbeit zu leisten. Das passiert eben auf verschiedenen Ebenen, unter anderem zum Beispiel eben mit dieser Veranstaltungsreihe, aber auch vor allem über den Freiwilligendienst eben an Holocaust-Gedenkstätten, Museen und so weiter, für den man sich auch jetzt aktuell wieder bewerben kann, wenn es Interessentinnen und Interessenten gibt. Aber jetzt zur heutigen Veranstaltung. Wir sprechen heute über die Austrian Heritage Collection und das Austrian Heritage Archive. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Albert Lichtblau, Philipp Rohrbach, Anna Jungmeier und Arie De Haas. Ich werde sie kurz vorstellen, werde es aber kurz halten und versuchen jetzt vor allem für diesen Vortrag wichtige Eckpfeiler sozusagen herauszustreichen. Albert Lichtblau studierte Geschichte und Politikwissenschaften an der Universität Wien. Er ist emeritierter Universitätsprofessor für Geschichte und er war stellvertretender Leiter des Zentrums für jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg. Er initiierte 1996 das Austrian Heritage Collection Projekt mit und dokumentierte schon sehr früh mittels Oral History Interviews lebensgeschichtliche Zeugnisse. Diese Interviews lassen sich heute in den verschiedensten Sammlungen wiederfinden. Unter anderem hat die österreichische Mediathek eine eigene Sammlung Lichtblau oder gibt es auch Interviews zum Beispiel in der US Shoah Foundation. Herzlich willkommen auch Philipp Rohrbach. Er ist Historiker und arbeitet seit 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien. Er war Gedenkdienstleistender am Leo Beck-Institut in New York und er ist mit Adina Seeger und Tom Juncker für das Austrian Heritage Archive zuständig und hat das Projekt auch mitgegründet. Aktuell arbeitet er unter anderem an einer Dissertation, die unsichtbaren Österreicherinnen, Selbstbilder, Fremdbilder und gesellschaftliche Stellung von Kindern schwarzer US-amerikanischer Besatzungssoldaten und österreichischer Frauen, so eben der Arbeitstitel. Dann freue ich mich auch, Anna Jungmeier begrüßen zu dürfen. Sie studiert Geschichte und war 2017/18 Gedenkdienstleistende am Leo Beck-Institut New York, gemeinsam mit Emma Schrott. Ich sehe das auch da, also auch herzlich willkommen.
Und aktuell arbeitet Anna Jungmeier als Curatorial Fellow am Wien Museum. Als zusätzlicher Gast, wir hatten ihn noch nicht angekündigt in der Veranstaltungsankündigung, aber ich freue mich jetzt umso mehr, Ariek Dehas begrüßen zu dürfen, aus Jerusalem zugeschalten sozusagen. Er ist Koordinator der Austrian Heritage Collection in Jerusalem und er hat zuletzt an einem Oral History Projekt über das jüdische Leben in der Diaspora während der Corona-Krise mitgearbeitet und wird uns einen Status oder einen Blick darauf geben, wie die aktuelle Situation mit der Interviewführung und sozusagen wie aktuell Zeitzeuginnenschaft dokumentiert werden kann. Kurz zum Ablauf des Abends. Der Abend wird jetzt eben mit einer Projektvorstellung und Projektpräsentation von Philipp Rohrbach eröffnet. Im Anschluss daran wird dann eben Arie kurz über seine aktuelle Arbeit berichten. Und danach werde ich mit weiteren Fragen den vielen spannenden Facetten der Projekte nachspüren. Und dann im Anschluss wird es natürlich die Möglichkeit geben für weitere Fragen aus dem Publikum. Da wird es dann die Möglichkeit geben, eben die Fragen in den Chat zu formulieren oder sich durch Handzeichen oder einfach den Ton freizuschalten. So, hiermit schalte ich mich jetzt stumm und übergebe nun Philipp das Wort und den Bildschirm. Das kurz nur noch. Genau. Ja, danke für die Vorstellung und die netten Einleitungsworte. Schön, dass wir hier heute die Austrian Heritage Collection und das Austrian Heritage Archive vorstellen können. Wenn ich so in die Runde schaue, dann sehe ich die Gesichter und Namen zahlreicher Personen, die in den vergangenen Jahren eigentlich schon relativ viel mit der Austrian Heritage Collection und dem Austrian Heritage Archive zu tun gehabt haben und daher eigentlich im Großen und Ganzen wissen, worum es sich bei dem Projekt dreht. Aber ich sehe auch viele neue Gesichter und das ist eben der Grund, warum wir beschlossen haben, diese kurze Präsentation, sie wird ungefähr 20 Minuten dauern, an den Anfang der Veranstaltung zu stellen, ganz einfach, um die Eckpunkte aus den beiden Projekten zu skizzieren und auch irgendwie zu gewährleisten, dass wir alle einen ähnlichen Wissensstand haben, später im Gespräch und in der Diskussion. Und die Erfahrung diverser Vorstellungen der beiden Projekte hat mich gelehrt, dass es also ganz wichtig ist, am Anfang schon auf einen wesentlichen Unterschied hinzuweisen in aller Kürze, nämlich der Unterschied zwischen Austrian Heritage Collection und Austrian Heritage Archive. Wenn ich von der Collection spreche, dann meine ich damit ein Oral History Projekt, das in den Leo Baeck Instituten in New York und in Jerusalem angesiedelt ist. Ich werde gleich mehr zu dem Projekt sagen. Und das Austrian Heritage Archive, das ist eigentlich ein Online-Datenbankprojekt, das vom Verein Gedenkdienst gemeinsam jetzt mit dem Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien betrieben wird und seinen Sitz eben in Österreich hat. Und damit steige ich sofort in die Austrian Heritage Collection ein. Also warum? Weil natürlich die Quellen, die wir in diesem Austrian Heritage Archive benutzen, bearbeiten, aus dieser Austrian Heritage Collection stammen. Und was ich in dem Zusammenhang jetzt machen werde, ist auch ein bisschen was zur Geschichte der Sammlung, zu den Projektträgerinnen und dem Projektdesign zu sagen, damit also alle hier Versammelten ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, was das eigentlich für ein Projekt ist, was die, ich würde sagen, Merkmale dieses Projekts sind. Und dann werde ich auch auf das Austrian Heritage Archive eingehen. Vielleicht vorab, also das Projekt Austrian Heritage Archive läuft schon länger. Es ist so, dass wir jetzt im Moment gerade an einem Nachfolgeprojekt arbeiten, das 2020 begonnen hat. Was ich jetzt irgendwie versuchen werde, ist irgendwie zusammenzufassen, was das erste Projekt so getrieben hat. Ich werde euch dann oder Ihnen auch Resultate dieses ersten Projekts zeigen, also die Webpage, damit auch irgendwie verständlicher wird, woran wir gerade arbeiten und diese ganzen längerfristigen Perspektiven beider Projekte, die werden dann ohnehin also Bestandteil der Gesprächsrunde sein.
Und das bringt mich jetzt eh schon in Medias Res, nämlich zur Austrian Heritage Collection. Was ist die? Ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass das eine der größten Sammlungen ist zur Geschichte österreich-jüdischer Emigration in die USA und nach also Palästina, Israel. Also das Volk, das Projekt, das verfolgt das Ziel, die Lebensgeschichten von österreichischen Jüdinnen und Juden zu dokumentieren, die so kurz vor der NS-Zeit, während der NS-Zeit oder danach in die genannten Länder emigrieren mussten und dazu gezwungen waren, sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Und die Dokumentation, die findet kurz zusammengefasst in Form von Oral History Interviews, in Form von lebensgeschichtlichen Dokumenten, von Briefen, Tagebüchern, Memoiren und mehr statt. Gegründet worden, wir haben also eingangs schon von der Franziska gehört, dass der Albert da auch eine zentrale Rolle gespielt hat, ist das Projekt in den 1990er Jahren worden, also Mitte der 1990er Jahre, und zwar zuerst in New York. Das heißt, dieses Projekt hat es eigentlich lange Zeit in New York nur gegeben, und zwar im Leo Baeck Institut in New York. Das ist eine der weltweit führenden Forschungsinstitutionen zur Geschichte des und Kultur des deutschsprachigen Judentums. Also Mitte der 90er Jahre wurde das dort gegründet, und 2012, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff, haben wir dann die Austrian Heritage Collection auch auf Israel erweitert. Aber dazu kommt später noch ein bisschen was. Ganz kurz, also warum die Leo Baeck Institute? Das sind Institutionen, die 1955 von deutschsprachigen jüdischen Emigrantinnen gegründet worden sind, also nach dem Holocaust, nach der Shoah. Und das Ziel der Initiatoren, das waren alles deutschsprachige jüdische Emigrantinnen, war es, also das Erbe und das Andenken der in Deutschland und Österreich vertriebenen, vernichteten Jüdinnen zu bewahren. Also diese Institutionen sind gegründet worden an den Schnittstellen österreich-jüdischer Emigration in New York, in Jerusalem und in London, und eben genau dieser spezifische Charakter von dieser Institution war dann eigentlich auch der Grund dafür, warum das Projekt also seine Heimat dort gefunden hat. Neben natürlich der Tatsache, dass ungefähr 30.000 Jüdinnen und Juden aus Österreich in die USA geflüchtet sind. Wenn man jetzt irgendwie über das Gesamtprojekt spricht, dann ist es nicht nur die Institution, die das Projekt interessant macht, sondern natürlich auch die Gruppe der Dokumentierenden. Die Interviewerinnen sind jetzt im Gegensatz, und das ist vielleicht eines der großen also Alleinstellungsmerkmale, nicht jetzt Wissenschaftlerinnen oder nicht nur Wissenschaftlerinnen, sondern es sind junge Männer und Frauen, die also vom Verein Gedenkdienst jedes Jahr ausgebildet werden und für ein Jahr an die Leo Baeck Institute entsendet werden, um dort die Austrian Heritage Collection zu betreiben. Und die Aufgabe von diesen Gedenkdienstleistenden, von diesen Freiwilligen, ist jetzt nicht nur die Lebensgeschichten zu dokumentieren von den Personen, die sie dort treffen, sondern es geht bei der Entsendung dieser, ich würde sagen jetzt, also besonderen Gruppe von Dokumentierenden, oder es ist also bei der Gründung ganz stark darum gegangen, dass eigentlich eine jüngere Generation von Österreicherinnen und Österreichern eigentlich mit einer älteren Generation, die vertrieben worden ist, in Kontakt tritt und so wieder Brücken aufbaut zwischen den verschiedenen Ländern. Und was da also einerseits geschehen ist, ist natürlich, dass die Jungen sich also die Vertreibungs-, Verfolgungsgeschichten, die Emigrationserfahrung, aber dann natürlich auch irgendwie Informationen zum weiteren Leben nach Vertreibung, Verfolgung dort eingeholt haben und diese Lebensgeschichten dokumentiert haben. Aber es war nicht nur das. Also hier sehen wir einige der Gedenkdienerinnen, der Freiwilligen. Also auf dem einen Foto, das ist, glaube ich, noch aus den Anfang 2000er Jahren. Anderes Foto ist unsere Moderatorin, die Franziska, die uns vorenthalten hat, dass sie selber Gedenkdienstleistende war am Leo Baeck Institut und selber für das Austrian Heritage Projekt gearbeitet hat. Genau, aber es ist jetzt bei diesen Begegnungen nicht nur um die Dokumentation gegangen, sondern was auch oft
entstanden ist, weil natürlich auch die Auswahl der Interviewpartnerinnen, also persönlichen Interessen, der eigenen Herkunft, dem eigenen Bezirk, der eigenen Stadt, aus der man hergekommen ist, gefolgt ist, war, dass sich eigentlich auch längerfristige Kontakte gebildet haben zwischen Freiwilligen und Interviewten, die zum Teil also über Jahrzehnte sogar bis heute anhalten, also je nachdem, wer jetzt wann dort war und sich also Freundschaften herausgebildet haben, dass man auch an sozialen Zusammenkünften teilgenommen hat. Das ist eine dieser Zusammenkünfte, das ist ein Foto aus den 2000er Jahren. Da hat Gabi Glückselig, das ist die Dame mit den weißen Haaren, sieht man den Cursor? Ich weiß es nicht, bin ich der Dreher genau. Ja, die hat lange den Stammtisch gehostet, also der ist in den 1940er Jahren gegründet worden und es ist ein Foto, das Anfang der 2000er entstanden ist für eine Ausstellung. Aber auf jeden Fall also sind da deutschsprachige Emigrantinnen von den 40er Jahren an unterschiedlichen Orten zusammengetreten, um miteinander Deutsch zu sprechen, politische Geschichten, kulturelle Geschichten zu besprechen. Und da waren oft natürlich die Freiwilligen, die vom Gedenkdienst entsendet worden sind, Teil davon. Und diesen Stammtisch, den gibt es also auch heute noch. Der findet jetzt, weil die Gabi Glückselig verstorben ist, im Alter von, ich glaube, 101 Jahren, woanders, nämlich bei der Judy Jerry Myers, das ist diese Dame hier hinten, statt. Den gibt es auch noch virtuell. Also da ist beispielsweise ein Screenshot von einer Zusammenkunft letzten Samstag, ein bisschen abgespeckt. Virtuell der Arnold Schönberg, das ist dieser Herr hier, hat am Samstag seinen 98. Geburtstag gefeiert. Deswegen haben sie sich bei der Judy in der Wohnung auch getroffen. Und hier sehen wir einige Personen, die sich virtuell dazugeschaltet haben, darunter auch jüngere Leute, die also über das Austrian Heritage Projekt mit den Stammtischleuten in Kontakt getreten sind. Vielleicht von den Dokumentierenden und ihren zahlreichen Kontakten wieder zurück zur Dokumentation im Austrian Heritage Projekt. Wie geht die vonstatten? Also wenn alles, sagen wir mal, plangemäß verläuft, dann werden die Leben von Emigrantinnen, Holocaust-Überlebenden auf drei verschiedenen Ebenen dokumentiert. Das erste ist dieser kurze Fragebogen, den ihr da seht. Der wird beispielsweise von Gedenkdienstleistenden an Emigrantinnen verschickt. Das ist so eine Art Erhebung der wichtigsten biografischen Daten einfach. Also da ist es, das hat mit sogenannten Entschädigungszahlungen damals zu tun gehabt. Also da ist quasi dieser Fragebogen das erste Mal versandt worden an alle Personen, die genau in Frage gekommen sind für dieses Projekt. Das sind einfach Basic-Informationen wie Wohnadresse, früherer Name, Ausbildung, Emigrationsroute etc. irgendwie verzeichnet. Und was ganz interessant ist, ist diese fünfte Frage, da steht natürlich auch, ob man die Person, also den Biografen, noch einmal mit einem detaillierteren Fragebogen kontaktieren darf. Und das wäre der Fragebogen hier. Also der ist schon wesentlich umfangreicher. Also da geht es wirklich schon ausführlicher um die Familiengeschichte und um die eigene Biografie. Der ist ganz kurz zusammengefasst in drei Teile geteilt. Es gibt einen Teil, der beschäftigt sich einfach mit dem Leben der jeweiligen Person vor 1938, vor dem Anschluss. Dann gibt es einen Teil, der beschäftigt sich mit der Zeitspanne zwischen dem März 1938 und der Emigration. Und anhand der Fragen sieht man schon, also dass es da ganz einfach um mehr gehen kann als um eine stichwortartige Beantwortung. Also da gibt es Fragen, die beispielsweise, um noch einmal irgendwie zurückzugehen, sich damit beschäftigen, in was für einer Nachbarschaft man aufgewachsen ist, was da für ethnische Gruppen gelebt haben, ob man religiös war oder nicht. Das heißt, in unterschiedlichen Zusammenhängen sind diese Fragebögen unterschiedlich detailliert beantwortet worden. In vielen Fällen haben sie eigentlich fast schon den Charakter von Memoiren angenommen, muss man sagen, weil es auch irgendwie also die Möglichkeit dazu gegeben hat, das ist explizit drinnen gestanden, einfach Zetteln beizulegen, falls der Platz nicht ausreicht. Und das ist auch geschehen. Das heißt, es gibt diesen ersten Fragebogen, es gibt diesen zweiten Fragebogen und eine dritte Erhebung quasi der Lebensgeschichte und Dokumentation
ist dann das Oral History Interview, das ich anfangs schon angesprochen habe. Vielleicht jetzt ein paar Zahlen zu den Ergebnissen des Projekts. Also New York gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre. Dementsprechend gibt es da, wie wir sehen, das ist jetzt der Stand von 2020 noch 700 Interviews. Sie sehen, ihr seht da auch die Anzahl von Questionnaires, die gesammelt worden sind. Plus also die Collection, das können Memoiren sein, aber das können auch es können auch einfach biografische Dokumente aller Art sein. Die sind eben in den letzten über 25 Jahren in New York dort gesammelt worden und in Jerusalem, wo wir das Projekt eben 2012, 2013 hin ausgeweitet haben, gibt es bis jetzt, zumindest ist das mein letzter Stand, um die 130 Interviews. Und das bringt mich jetzt auch gleich zum Austrian Heritage Archive Projekt und dessen Zielen, weil wenn wir jetzt alles irgendwie ein bisschen auf die Frage runterbrechen, um die es heute geht, nämlich was sind die Beiträge von diesen Projekten zur Zeitzeuginnenschaft, dann kann man sagen, dass also beim Austrian Heritage Collection Projekt eindeutig der Wunsch und die Idee im Vordergrund gestanden ist, dass man natürlich möglichst viele Interviews und biografische Materialien sammelt und die archiviert, solange man das noch kann. Und die Idee von dem Austrian Heritage Archive war dann, diese Quellen, die da gesammelt worden sind, einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, damit die sich natürlich mit diesem lebensgeschichtlichen Vermächtnis dieser Personen auseinandersetzen können. Und da sind wir jetzt eh schon mitten in der frühen Projektphase drinnen von dem Austrian Heritage Archive Projekt. Also was waren da die Ziele? Also das erste habe ich eh schon gesagt, das war die Erweiterung der Austrian Heritage Collection von New York auf Israel und die Anpassung natürlich. Dann ist es darum gegangen, eine Datenbank, eine Homepage zu entwickeln, auf der die Interviews in aufbereiteter Form, das heißt transkribiert, beschlagwortet, mit biografischen Materialien versehen, sowohl für Forscherinnen als auch für historisch interessierte Personen einfach gratis und also so gut es geht, auf einer möglichst attraktiven Art und Weise auch da zugänglich gemacht werden können. In dieser ersten Phase sind 20 Interviews online gestellt worden und dann, also das sieht man ja auch hier, diesen Screenshot hat es anhand von einigen Biografien auch Lernmaterialien gegeben, die sich halt mit dem Leben interviewter Personen in der Regel jetzt in Wien, also vor Flucht und Emigration, auseinandersetzen. Wie schaut die Aufbereitung jetzt für die Homepage konkret aus? Also ich meine, hier sieht man es eh. Jedes Interview ist mit einer Kurzbiografie versehen, die sich ein bisschen an der Aufteilung des Fragebogens auch orientiert. Das heißt, wir haben ganz zentral eigentlich versucht, drei Informationen da unterzubringen. Was ist vor 38 geschehen, was ist während 38 geschehen und was danach? In einer möglichst kurzen Zeichenanzahl. Dann hat es natürlich hier auch den Versuch gegeben, also eine Suchfunktion zu entwickeln, die es ermöglicht, also möglichst gut, effizient auf diese Interviews zugreifen zu können. Das heißt, man kann nach Geburtsort, Bundesland suchen. Man kann auch nach einem Beruf suchen, beispielsweise, wenn einen das interessiert. Und wenn wir jetzt in einen Datensatz reingehen, zum Beispiel den Datensatz von Katrin Fuchs, das ist eine Person, die in Israel interviewt worden ist und die leider also vor kurzem verstorben ist, dann gibt es hier also relativ konkrete Angaben zum Interview, wann hat stattgefunden, wie viele Sitzungen, wer ist der Interviewer. Und hier auf der Seite sehen wir auch relativ konkrete Angaben eigentlich zur Biografie, zur Fluchtroute, zu diversen Lebensstationen, zu Organisationen, in denen diese Person aktiv war, zur Ausbildung, alles Dinge, die natürlich über die Suchfunktion abrufbar sind auch und auffindbar sind. Die Interviews können auch, je nachdem, ob sie Videointerviews sind oder Audiointerviews sind, im jeweiligen Format eigentlich in ganzer Länge ungeschnitten angehört werden. Mit ungeschnitten meine ich nicht, dass
nicht Störgeräusche oder so rausgeschnitten worden sind. Das ist schon geschehen, was nicht geschehen, und das wurde auch protokolliert. Was aber nicht geschehen ist, ist, dass inhaltlich in das Interview eingegriffen worden ist. Also das heißt, das ist ganz einfach so, wie es erzählt worden ist, online. Es gibt die Möglichkeit, ein Transkript, also es sind alle transkribiert worden, runterzuladen und dann natürlich auch zahlreiche, also wo uns das möglich war, biografische Materialien, die jetzt das Interview zusätzlich illustrieren und ja, kontextualisieren. Ich habe gesagt, dass es eine zweite Projektphase gibt, die irgendwie letztes Jahr angelaufen ist und die in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien stattfindet, wo dieses Projekt jetzt auch angesiedelt worden ist. Also ein Punkt war, dass anhand diverser Expertinnen, denen wir die Homepage gezeigt haben, die Suchfunktion noch einmal überarbeitet worden ist und auch die grafische Funktion und diverse Darstellungsarten überarbeitet worden sind. Also hier nur als ein Beispiel gibt es die Möglichkeit, jetzt unter Grafiken nach Bezirken zu suchen. Das heißt, man kann auf den jeweiligen Bezirk draufklicken und findet dann Personen in der Datenbank, die zu diesen Bezirken sprechen. Also tatsächlich relevante Informationen auch dazu teilten. Dasselbe gibt es auch mit Bundesländern und beispielsweise auch, das sind jetzt nur ein paar herausgepickte Beispiele zu Ländern auf der Flucht. Also würde man hier in dieser Cloud bei daneben auf ein Land tippen, das einen interessiert, beispielsweise Syrien, dann würde man zu einer Person kommen, die tatsächlich in dem Interview auch über Syrien und den Aufenthalt dort spricht. Genau. Was auch noch geschehen ist, ist, dass wir eine mobile Version entwickelt haben für das Austrian Heritage Archive. Also das war auch irgendwie Feedback, das wir gekriegt haben im letzten Jahr speziell oder im vorletzten Jahr verstärkt, dass also die Webpage sich nicht so gut darstellen lässt auf Tablets und auf Smartphones. Das haben wir jetzt auch gemacht. Was auch noch parallel läuft, ist, dass bis zum Ende des Jahres 20 weitere Interviews, 10 aus Israel, 10 aus New York, online gestellt werden sollen. Und auch die Interviews, die in Israel aufgenommen worden sind und aufgenommen werden, im Lesesaal des VWIs inklusive aller, also des Wiener Wiesenthal-Instituts, inklusive aller Materialien zugänglich gemacht werden, damit man nicht nur über die Homepage auf das zugreifen muss, sondern damit es die Möglichkeit gibt, die ganzen Materialien auch woanders als in Jerusalem jetzt, also in ihrer vollen Breite, ansehen zu können. Und weil das natürlich noch nicht reicht, gibt es ein Buch, das der Albert schreibt über die Austrian Heritage Collection in New York. Also ich habe schon erwähnt, dass das ein Projekt vor über 25 Jahren dort von ihm mitbegründet worden ist. Darüber werden wir später sprechen. Und was jetzt natürlich ein Problem im letzten Jahr war, so wie für alle hier in unterschiedlichem Ausmaß für unser Projekt, das war Corona. Also die Zusammenarbeit oder die Arbeit an der Online-Datenbank, die findet ja sehr, sehr engmaschig eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Leo Baeck-Institut und in New York und in Jerusalem statt und mit den Gedenkdienern, die dort sind. Also beispielsweise scannen die Materialien für uns nach oder helfen uns halt auch mit Angehörigen von interviewten Personen in Kontakt zu geraten, zu kommen und da nachscannen zu können. Das hat natürlich alles nicht funktioniert während Corona. Also in New York sind jetzt im Moment keine Gedenkdienstleistenden, die sind abgezogen worden. In Jerusalem ist ein Lockdown auf den anderen gefolgt und da war es auch eine Zeit lang schwierig, dieses Interviewprojekt durchzuziehen. Und da bin ich jetzt auch schon beim letzten Punkt unserer Präsentation. Da würde ich gerne an den Ari übergeben, weil der natürlich die Interviews dort geführt hat, mit und ohne Gedenkdienern. Und ja, das wäre einfach ganz gut, wenn er uns jetzt von seinen Erfahrungen dort berichtet. Ja, dann auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung und ja, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, wie das jetzt im letzten Jahr bei uns so abgelaufen ist. Wir hatten Glück und die Gedenkdiener war denen möglich, dann doch noch zu kommen. Das war erst noch ziemlich fraglich, aber dann hat es dann doch noch geklappt und ja, ich begleite die dann zu den Interviews. Und die werden dann entweder auf Englisch oder auf Deutsch oder auch in Hebräisch durchgeführt. Das wird jetzt auch, das ist auch eine Herausforderung, die jetzt immer mehr auf uns zukommt,
beziehungsweise ein Problem, das viele der Interviewten jetzt hauptsächlich dann Hebräisch sprechen. Also da würde ich dann mehr von den Aufgaben von den Gedenkdienern übernehmen müssen. Und ja, jetzt letzten Jahr, also Anfang Januar, hat das reguläre Führen von den Interviews ein abruptes Ende dann genommen. Und da war dann erstmal eine sehr lange Zeit sehr wenig Aktivität. Und wir mussten das eigentlich komplett erstmal einstellen, gerade weil diese ältere Damen und Herren ja in der Hauptrisikogruppe sich befinden. Also haben wir das erstmal eingestellt. Und wir waren natürlich auch im Lockdown. Und dann Mitte Juli hat sich dann die Situation dahingehend verändert, dass es sich wieder ein bisschen gelockert hat. Wir konnten wieder zur Arbeit gehen, also ins Institut. Und da haben wir dann erstmals angefangen wieder, oder ich habe dann angefangen, telefonisch mit den Leuten dann wieder Kontakt aufzunehmen. Und da hat man dann sehr schnell gemerkt, dass da auf jeden Fall ein Bedarf ist. Also die älteren Herrschaften, die waren auf jeden Fall sehr gewillt, wieder in Kontakt zu treten. Teilweise kam ich auch die Einladung, doch hinzufahren. Und das war dann, also das zu dem Zeitpunkt, also das war ja Juli, war das noch nicht denkbar, dass wir dann da tatsächlich auch hinfahren würden. Also das haben wir dann nicht gemacht, sondern haben uns entschieden, dass wir erstmal einfach Zoom machen würden. Und da habe ich dann zwei Interviews über Zoom durchgeführt mit den Herrschaften. Und das war sehr, sehr schwierig. Also ein Interview davon hat relativ gut geklappt, aber man hat dann, also in den Alter hören die häufig nicht so gut, und dann hat man dann irgendwann das Phänomen gehabt, dass man dann nur noch das Ohr gesehen hat, anstatt das Gesicht von der Person, weil die das halt so nah ans, ja, das Telefon dann am Ohr gehalten haben. Und die eine Person muss auch ganz die Straße überqueren, um irgendwie in so einen Technikladen zu gehen, sodass ich dann ihn auch hören konnte. Also technisch gesehen war das echt sehr, sehr schwierig. Und ja, also das war einfach eine starke Herausforderung. Und bei der zweiten Person war das dann auch nochmal mit Störgeräusche kaum irgendwie möglich, das wirklich zu machen. Also haben wir es dann auch nur auf die zwei Interviews dann begrenzt. Und dann hat sich die Situation weiter gelockert, also am 11. 2000, 10.11.2020 war dann das erste Interview, was wir wieder in Person durchgeführt haben. Davor war so die Überlegung so von inwieweit, weil dann doch vieles auch wieder aufgegangen ist, hat man sich dann überlegt, naja, inwieweit sollten wir jetzt die älteren Damen und Herrschaften sozusagen die Gelegenheit geben, selber zu entscheiden, oder inwieweit sollten wir sie jetzt bevormunden und sagen, okay, wir machen jetzt keine Interviews mit denen, so von Angesicht zu Angesicht. Und da sind wir dann letztlich dahin gekommen, dass wir uns entschieden haben, das dann doch zu machen und denen das freizustellen. Und da waren dann auch eine Person dabei, die wir dann auch geinterviewt haben, also mit dem wir ein Interview gemacht haben. Und das war dann eben an dem besagten 10.11.2020. Und da waren wir auch noch nicht geimpft. Also da war es zwar mehr offen schon wieder, aber wir waren eben nicht geimpft. Wir hatten halt die Vorkehrungen, die getroffen werden mussten. Eigentlich war es vorgesehen, das Interview auch draußen abzuhalten, was er uns auch zugesichert hat. Und naja, da sind wir da angekommen und dann wollte es dann doch sehr gerne drin haben und meinte auch sofort zu uns, wir sollen doch mal die Masken abnehmen. Also da kommt man dann schnell in die Bredouille, haben wir nicht gemacht. Aber ja, das sind dann so, da prallen dann doch so verschiedene Ansichten dann aufeinander. Und ja, dann weiter, also so jetzt im Januar, Februar, wurden dann die meisten Älteren mit der zweiten Impfdosis geimpft. Und ab dem Zeitpunkt wurde es dann doch einiges leichter. Und dann haben wir relativ regulär weitergemacht. Vor allem als wir dann, also die
die Freiwilligen am Institut und ich auch. Wir haben jetzt die zweite Impfung bereits und jetzt sind eigentlich alle geimpft und das Leben hier fühlt sich sehr normal an mittlerweile. Also man kann ganz normal alles machen und demnach haben wir auch den Betrieb wieder ganz normal aufgenommen und haben jetzt verschiedene Leute wieder Interviews gemacht mit denen. Ich bin nochmal zu diesen Leuten hingegangen, also die, die wir über Zoom interviewt haben, um das nochmal nachzuholen, weil die Geschichten doch sehr interessant waren. Also die eine Person hat während des Krieges in Frankreich versteckt gelebt und da sind einfach sehr interessante Geschichten dabei, die dann doch nochmal ordentlich dokumentiert werden sollten. Also haben wir das gemacht. Und weiterhin ist es relativ einfach, jetzt auch wieder mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und die Interviews zu planen. Was schwierig ist, ist halt irgendwo das Alter und dass die Leute halt dann doch relativ jung waren jetzt, also viele Geschichten so vor dem Krieg, beziehungsweise das Leben in Wien vor 38 ist hauptsächlich von Erzählungen dann, aber dennoch, jetzt ist zum Beispiel der Fokus häufig auch dass dann die Interviewten erzählen über ihre Erfahrung während des Krieges, also so beispielsweise 1948, der Unabhängigkeitskrieg oder auch danach. Und da gibt es auch sehr interessante Erfahrungen, die mitgeteilt werden. Ja, also das ist so erstmal so der aktuelle Stand. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass es hier so wieder so ein bisschen Normalität Einzug genommen hat und es doch relativ normal wieder weitergeht mittlerweile. Ja, herzlichen Dank für die Einblicke. Niemand ist jetzt in New York am LBI und kann da jetzt sozusagen den aktuellen Stand einberichten. Also vielen Dank, dass du da jetzt so kurzfristig deine Einblicke, wie man in dieser aktuellen Situation mit den Herausforderungen eben Interviews führen kann. Und ich würde jetzt nochmal zurück an den Beginn gehen, an den Beginn der Austrian Heritage Collection, an den Beginn des Projekts. Ich habe es schon gesagt, in den 90er Jahren unter anderem eben von Albert Lichtblau mitbegründet am Leo Baeck Institut in New York. Und jetzt hätte mich eben interessiert, Albert, wenn du uns ein bisschen mehr über die Gründung und Genese der Austrian Heritage Collection erzählen könntest. Was war die zentrale Motivation für das Projekt? Wie war damals der Status sozusagen? Okay, es sind zwei Ebenen. Die eine ist Motivation, die andere ist, wie gründet man das? Ich sage es mal kurz von meiner eigenen Motivation. Also ich habe in den 80er Jahren an Schmelztiegel Wien gearbeitet. Das heißt, wir haben in Wien Interviews gemacht. Da habe ich einfach die Stärke von dem Format gemerkt. Also die Stärke von dem Format der Erinnerungen zu dokumentieren. Ich muss dazu sagen, dass ich damals eine Freundin gehabt habe in Berlin, also Bekannte, die Gerda Lederer, die ist jetzt gerade ihren 96. Geburtstag gehabt, habe ich gerade angerufen. Also wir sind oft eben lebenslange Freundschaften. Und die mit ihr war in Berlin, also zwei Österreicher in Berlin, die sie sehr, sehr nahe gekommen sind deswegen. Sie hat gesagt, es gibt so viele interessante Menschen. Also sie kam aus Wien, hat in New York gelebt. In der Zwischenzeit kurz mal in Hamburg und Berlin, hat gesagt, die Generation meiner Eltern stirbt. Und ich war in Berlin, habe dem natürlich nichts entgegensetzen können. Aber wie ich mit Berlin fertig war mit meinem Projekt, habe ich ein Projekt gehabt von der Dokumentation lebensgeschichtliche Aufzeichnung von Michael Mitterer, wo es nur um jüdische Lebensgeschichten gegangen ist. Also sozusagen ein Outreach gemacht habe in die ganze Welt, geschaut, dass Menschen, die was geschrieben haben, überleben, das zu uns schicken, peinlicherweise mit der Uni-Adresse Dr. Karl Luegering in Wien. Aber so waren die Zeiten. Und ich bin eingeladen worden vom Leo Baeck Institut, ob ich ein Buch mache mit den Erinnerungen der österreichischen Juden und Jüdinnen, die sie
gesammelt haben. Und ich habe immer gesagt, okay, halb, also mal schön langsam, immer so mein Projekt in Wien irgendwie in den Griff kriegen und dann fahre ich nach New York und habe das auch gemacht. Und bin dann ein paar Monate in New York gewesen, eben am Leo Baeck-Institut, und habe an einem Buch gearbeitet, wo es eigentlich nur um die Erinnerungen geht. Und die schon erwähnte, von Philipp erwähnte Gabi Glückselig vom Stammtisch war meine Sitznachbarin da am Leo Baeck-Institut. Und mit ihr bin ich auch zum Stammtisch gekommen. Das heißt, ich habe relativ schnell so ein Netzwerk gehabt von Menschen, die bereit waren, eigentlich zu reden, die ein Interesse gehabt haben, zu reden. Und ich bin in so einen Sog reingekommen, wo ich quasi nach jedem Tag, wenn als Leo Baeck fertig war, außerdem war ich im September dort, da gibt es viel jüdische Feiertage, also ich habe viel Tag nichts zu tun gehabt, weil ich einfach nur herumgefahren bin am Abend und habe Leute interviewt, habe mein Tonbandgerät mitgenommen und habe das ganz toll gefunden, irgendwie ja, einfach in der Welt herumgucken, also ganz New York kennenzulernen, Menschen zu treffen, die außergewöhnliche Geschichten haben, kein einziger war gleich identisch. Alle Menschen waren interessiert, aber auch skeptisch, weil es war die Waldheim-Zeit vorher, es war die Haider-Zeit vorher, also warum interessiert sich jemand aus Österreich? Okay, im Prinzip war es pure Verzweiflung, kann ich sagen. Ich habe gesehen, wie viel Material in New York ist bei den Menschen und wie interessant sie sind. Also ich habe wieder fahren müssen. Und habe dann versucht, in Österreich irgendwie an ein Projekt zu denken. Also es war, man muss dazu sagen, das Leo Baeck-Institut ist eigentlich so von der österreichischen Community, also deutsch. Also es ist nicht deutschsprachig, sondern es war sozusagen ein Institut der Deutschen. Also die Österreicher haben sich dort nicht unbedingt beheimatet gefühlt. Und das ging sozusagen, und es gab nichts für Österreicher, außer das Kulturforum, die eh sehr okay waren zu der Zeit, aber natürlich kein Archiv waren. Also gut, pure Verzweiflung, man hat überlegt, das kann man machen. Ich habe überlegt, ob wir ein Projekt machen, das war damals im Institut für Geschichte der Juden in Österreich, aber die Vorstellung, das wird von Österreich aus betrieben, war sinnlos. Aber viele Personen, das glaube ich, die würden mit Österreich nicht Kontakt aufnehmen und würden auch nach Österreich keine Collections hergeben. Also das ist der falsche Ort. Und deswegen sozusagen habe ich dann man muss dazu sagen, in den 90er Jahren ist sehr viel passiert. Also das hat was mit diesem Erinnerungsboom zu tun, auf dem wir da aufspringen haben können. Also das Leo Baeck war sozusagen, da war ich vertraut, da habe ich ansprechen können, dass ich das gern machen würde, da war das Interesse da. Dann gab es halt ein paar Glücksfälle, und zwar die Gründung vom Gedenkdienst, also noch unter der anderen Sparte von Andreas Meislinger Anfang der 90er Jahre. Und mir war es klar, man muss irgendwie schauen, dass man kontinuierlich wem vor Ort hat. Also es ging darum, wie kann ich das andenken? Und es war klar, es braucht eine Person oder es braucht Personen, die immer da sind und die immer ansprechbar sind. Okay, in Meislinger angesprochen, gesagt, okay, das Leo Baeck-Institut wäre bereit, dann sozusagen jemand für Gedenkdienst zu übernehmen, das Leo Baeck-Institut instruieren, dass das nicht irgendein Hilfsdienst ist, ja, also irgendwer kommt und war nicht sortiert, Karteikarten oder irgendwas, sondern ist aktiv, also, und das ist ja, das war übrigens sehr schwer, das zu vermitteln, weil das ist halt ein Archiv und weiß nicht, wer in Archive kennt, was das, wie die funktionieren im Prinzip, also nicht so aktiv outgoing, sondern die waren dort und haben sich eher für die Berühmten interessiert, aber die würden nie auf ihn zugehen oder damals halt und sagen, ja, ist zwar nicht interessant und groß für uns, aber wir hätten gerne der Geschichte. Okay, Leo Baeck, österreichischer Gedenkdienst, was parallel ein bisschen gelaufen ist, was ein kleiner Impetus war, war 94 die Shoah Foundation vom Steven Spielberg, also wo es ein großes Interviewprojekt gegeben hat. Und was wichtig war, dass 95 war der erste Gedenkdiener, der Matthias Grön, in New York. Also mit ihm haben wir eigentlich sehr, sehr viel von dem, sozusagen, wie kann man das kreieren oder wie kann man so ein Projektdesign überlegen. Und er war sehr gut, er war unglaublich. Der hat Sinologie studiert und hat sehr, sehr viel Input gegeben. Und 95 ist auch der Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus gegründet worden. Und das war sozusagen der Key dann. Also wie erreichst du denn die Menschen? Und mit den Personen, die den Nationalfonds betreiben, also die Hanna Lessing oder die Renate Meislinger und andere, haben wir sozusagen jetzt so einen administrativen Polster gehabt, wo man
gewusst haben, wir können ein Modell kreieren, das funktioniert. Und das hat dann wirklich funktioniert. Wir haben relativ lang überlegt, wie man das machen kann. Ich muss dazu sagen, dass wir mehr waren. Also ich sage mal, also nicht. Das ist das Sam Beck, das ist aus dem Ausstellungskatalog. Das Sam ist 45 in Shanghai bei einer Wiener Familie geboren. Er ist da. Und Anthropologe, engagiert links, würde ich sagen. Sehr, 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 ja, sehr offen. Und ihm haben wir reingeholt, einfach zu überlegen, wie können wir das machen? Wie können wir Menschen fragen? Wie können wir Menschen sozusagen erreichen? Man muss dazu sagen, dass man dann, das ist genau, der Frank Mecklenburg vom Lierbeck-Institut war ganz wichtig, der Matthias Grün, und wir haben einfach das Modell kreiert, so wie es dann läuft, und der Philipp hat das eh beschrieben. Aber wichtig war zu dem Zeitpunkt, dass wir über Nationalfonds die Überlebenden anschreiben konnten nach Geburtsjahr. Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, die Ältesten noch zu erreichen, und die sind damals noch vor 1900 geboren, weil Menschen zum Glück manchmal über 100 Jahre werden oder Mitte 90. Und das war natürlich ein völliger Glücksfall. Es gab dann eine Phase, wo ich mich zurückziehen habe müssen, weil wir uns ein bisschen zerstritten haben, aber das ist normal in solchen Projekten. Das ist auch sehr okay, aber zum Glück hat der Gedenkdienst, also das waren die Leute vom Gedenkdienst, die das Projekt dann wirklich gerettet haben und institutionalisiert haben. Und für mich ist das natürlich sozusagen ganz großartig, also auch wenn ich da die Menschen sehe, wie viel sie in dem Projekt drinnen sind und wie viele Menschen letztendlich das, was wir wollten, nämlich Kontakt aufzunehmen mit Überlebenden aus Österreich und denen zu signalisieren. Also es gibt nicht nur irgendwie die alten Nazis, es gibt nicht nur die Waldheims, es gibt nicht nur die jungen Haiders und wie sie alle dann später geheißen haben, sondern es gibt ein interessiertes Milieu, das wirklich sehr engagiert ist und das interessiert. Also aus der Verzweiflung ist dann große Dankbarkeit geworden, und du bist ja Beispiel dafür, Franziska, dass, und der Philipp natürlich und die Anna, dass so viel möglich war. Also es ist ein unglaublich großes Projekt geworden, und ich bin dem Gedenkdienst und alle, die da an dem Projekt beteiligt waren, eigentlich sehr, sehr dankbar. Und ich bin wirklich auch beeindruckt, also was rausgekommen ist. Das ist wirklich eines der größten Archive über das Exil in Amerika. Vielen Dank, Albert. Ihr habt noch ganz viele weitere Fragen, aber die sparen wir uns vielleicht dann für die Diskussion, damit wir weiterkommen, weil wir haben noch zwei weitere spannende Personen. Also Philipp, du hast ja schon in einer Präsentation sehr eindrücklich auch nochmal den Unterschied zwischen Austrian Heritage Collection als eben das Oral History Projekt und Austrian Heritage Archive als eben diese Online-Plattform skizziert. Mich würde jetzt noch interessieren, eben, also die Interviews des Austrian Heritage Collection Projekts werden eben im Austrian Heritage Archive noch aufbereiteter und detaillierter sozusagen präsentiert. Und meine Frage ist eben, wie wichtig ist diese vertiefende Kontextualisierung für die Vermittlung von Dokumenten der Zeitzeuginnenschaft? Sehr wichtig, würde ich mal sagen. Die Frage ist, von welcher Art von Kontextualisierung wir sprechen, weil also das Projekt relativ viel vorhat und nur relativ wenig irgendwie im Moment bewerkstelligen kann. Ich meine, prinzipiell, wenn man das auch irgendwie unter dem Gesichtspunkt, was passiert nach den Zeitzeuginnen, betrachtet, dann muss man irgendwie sagen, okay, also das Material, das in Projekten wie dem Austrian Heritage Collection Projekt produziert worden ist, das ist quasi so auf der Ebene, wo wir jetzt drüber reden, ja das einzige Vermächtnis, dass die da also zurücklassen. Insofern ist und bleibt die Frage nach dem Umgang mit diesem Material für mich irgendwie die zentrale Herausforderung. Also das heißt, wie kann man mit diesem Material arbeiten? Wie kann man es nachfolgenden Generationen zugänglich machen? Nämlich sowohl die positiven Bezüge
als auch die also kritischen Instrumentarien mitgeben, ja, wie sie dann in späterer Folge damit arbeiten können, um, also ich weiß nicht, bestimmte Fallstricke etc. zu vermeiden, weil das ja alles zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Setting etc. entstanden ist. Wir sind da nicht die Einzigen, die das also gerne so breit kontextualisieren täten und sich darüber den Kopf also zerbrechen, wie das geht. Also da gibt es viele andere, die schon weiter sind. Bei uns ist das noch Zukunftsmusik, was wir irgendwie jetzt im Austrian Heritage Projekt, also im Archive-Projekt versucht haben, also einen ersten Schritt in die Richtung zu setzen. Nämlich der erste Schritt, das war wirklich irgendwie total basic-mäßig, dieses Material überhaupt gratis zur Verfügung stellen zu können und so aufzubereiten, dass sich jetzt sowohl Leute, die historisch daran interessiert sind, relativ schwellenlos damit auseinandersetzen können, als auch Wissenschaftlerinnen. Und nachdem das halt irgendwie doch unterschiedliche, unter Anführungszeichen jetzt in diesem Antragssprech Zielgruppen sind, hat das schon einiges an Auseinandersetzung mit verschiedenen Bedürfnissen bedeutet. Genau. Vielleicht nur Beispiel, also damit überhaupt irgendwas findbar ist in diesen ganzen Geschichten, damit man überhaupt noch versuchen kann, war es irgendwie notwendig, die Interviews inhaltlich zu erschließen. Also mit dem Blick auf die Wissenschaft haben wir sie transkribiert. Wir haben versucht, also Informationen, also über die im Interview gesprochen wird, die aber nicht explizit benannt sind, Ausbildungsorte, Orte, an denen, ich weiß nicht, positive, negative Erfahrungen hängen etc. zu recherchieren, zugänglich zu machen, so dass überhaupt danach gesucht werden kann, so dass das überhaupt auffindbar ist und das auch auf eine möglichst, sagen wir mal, breite Art und Weise, also speziell wenn man jetzt auch diese Schnittstellen hernimmt, also NGOs und Gedenkinitiativen, die sich jetzt speziell auch über so einen topografischen Zugang oft mit Material versuchen, an die Interviews anzunähern, ist das also total irgendwie wichtig gewesen für uns, diese Art von Kontextualisierung voranzutreiben, also überhaupt klar zu machen, wenn das nicht konkret benannt wird, von welchen Orten reden diese Leute. Ja? Und das sind Geschichten, die gehen zum Beispiel zum Teil nur aus den Questionnaires hervor, wenn die nicht erfragt worden sind in den Interviews. Oder es hat sogar die Notwendigkeit gegeben, nochmal nachzufragen, so dass möglich war. Ähnliches gilt jetzt auch also für Berufe, die Menschen ausgeübt haben. Vielleicht so dieser wissenschaftliche NGO-Kontext ganz, ganz stark und verkürzt jetzt dargestellt. Die Frage, wie können Leute, die jetzt noch überhaupt keinen Bezug zu diesen Geschichten haben, für die Interviews interessiert werden? Also es gibt bei uns bei jedem Interview so eine spricht über, heißt das, Kategorie. Das sind redaktionell ausgewählte Teile aus den Interviews, wo wir also gefunden haben, dass die ja sowohl die Individualität der jeweiligen Person, also besonders stark, oder das Individuelle an der Lebensgeschichte besonders stark und nachdrücklich also so hervorheben, als auch irgendwie so spannende Geschichten, die einen Einstieg in die Lebensgeschichten ermöglichen. Also in manchen dieser Teile geht es, ich weiß nicht, um Erinnerungen an den Februar 1934, also beispielsweise George Tschutschka, eine Person, die Teil der Datenbank ist, erinnert sich, wie er als 10-Jähriger im Bett war, als der Karl-Marx-Hof beschossen worden ist mit schwerer Artillerie. Oder andere Personen berichten, wie sie aus Lagern geflohen sind, indem sie also eine Wehrmachtsuniform gekriegt haben. Oder also es gibt zig andere Beispiele, die man anhängen kann. Man kann sich das auch an der Homepage anschauen, also dieser individuelle Zugriff, der es vielleicht auch irgendwie ermöglicht über einen kleinen Aspekt, der vielleicht für einen selber interessant ist jetzt, weil man, ich weiß nicht, sich für den Februar 34 interessiert, für andere Geschichten interessiert, in diese Lebensgeschichte einzutauchen und von dort ausgehend dann, wie soll man sagen, vielleicht so Haken in verschiedene andere Richtungen zu schlagen. Ein anderer Versuch war die Kontextualisierung, wie ich ja schon gesagt habe, nicht nur über Orte, sondern halt auch also Geburtsorte, Visualisierung von dem Ganzen, also über diese Visualisierungsebene einzusteigen. Es gibt die Möglichkeit, über Bundesländer auf die Interviews zuzugreifen. Also reden die Leute über bestimmte Bundesländer, aus denen ich komme, reden sie über bestimmte Bezirke oder auch eben über die Emigrationsorte. Also was wir gesehen haben, zum Beispiel eine Dame, die auf die Philippinen geflohen ist. Also das hat zum Beispiel sehr
sehr großes Interesse geweckt, weil das mit also verschiedenen Erwartungen auch gebrochen hat. Also warum ist diese Familie auf den Philippinen? Also etc. Aber das waren alles also nur Basisinformationen, um auf das zurückzukommen, was ich am Anfang nochmal gesagt habe, die überhaupt, also die grundsätzliche Erschließung dieser Interviews erst ausmachen und zeigen, also was auch mit so Basic-Kontextualisierungen wichtig ist. Und da rede ich jetzt gar nicht von den Kontextualisierungen, die eigentlich noch ein Wunsch wären und wichtig wären. Zum Beispiel, also das Verhältnis eigentlich der Dokumentierenden, also zwischen Dokumentierenden und den Leuten, mit denen da gesprochen wird. Also oft werden ja, das habe ich schon eingangs gesagt, Bezüge hergestellt zur eigenen Lebensgeschichte, indem man sagt, ich komme aus dem Zweiten, deswegen versuche ich jemanden zu interviewen, der aus dem Zweiten kommt, um ein billiges eigenes Motiv irgendwie am Tisch zu hauen gleich. Und ja, also diese Kontextualisierungen sind sehr, sehr wichtig. Sie sind aber auch sehr, sehr weitreichend. Und was ich hervorheben wollte, ist eben die Wichtigkeit von dem. Und gleichzeitig wollte ich auch auf das hinweisen, was wir bisher geschafft haben. Und es gibt noch viel mehr, das wir noch gar nicht zustande gekriegt haben. Also es gibt noch viel Potenzial, mit diesen Materialien und mit diesen Oral History Interviews zu arbeiten. Das ja dann vielleicht eine Aufgabe von zukünftigen Gedenkdienstleistenden sein wird, was jetzt mit diesen Dokumentationen noch weiter sozusagen passiert. Jetzt, ich habe Sie vorhin schon begrüßt, die Anna Jungmeier. Sie war eben 2017, 18 am Leo-Beck-Institut und ich wollte dich jetzt fragen, und der Philipp hat jetzt auch schon so angesprochen, also eben, wie du deine Rolle als Gedenkdienstleistende vor Ort und eben als Dokumentierende von Zeitzeuginnenschaft wahrgenommen hast. Mhm. Ja, also erstmal von meiner Seite auch danke für die Einladung, und ich glaube, ich kann mich bei vielen Dingen, die jetzt schon gesagt worden sind, auch nur anschließen. Prinzipiell war das Jahr in New York für mich eine total lehrreiche Erfahrung, und ich habe total viele interessante und vielfältige Personen vor allem kennengelernt. Neben meinen extrem tollen Kolleginnen am Leo-Beck-Institut und der Emma Schrott, mit der ich gemeinsam in New York war, eben vor allem auch viele InterviewpartnerInnen, die eben total unterschiedlich waren hinsichtlich ihrer sozialen Hintergründe, ihrer Lebensgeschichten, ihrer Fluchtgeschichten auch, ihrer Berufe oder auch zum Beispiel, ob sie sich als Juden oder Jüdinnen identifizieren, ob sie sich als Immigranten, Immigrantinnen oder Amerikaner, Amerikanerinnen oder auch als Österreicher oder Österreicherinnen identifizieren. Und genau, Zeitzeuginnenschaft kann ja auf viele verschiedene Art und Weise dokumentiert werden. Und das Spannende an Interviews fand ich, dass es eben wirklich ermöglicht, in einer Interviewsituation sich wirklich tiefgehend mit der Lebensgeschichte der Personen auseinanderzusetzen und vor allem auch, dass man aktiv Fragen stellen kann und dass Gespräche stattfinden. Und den Prozess eigentlich fand ich total spannend, genauso wie das fertige Interview als Produkt. Und anschließend daran finde ich auch die Frage danach wichtig, was Lebensgeschichten überhaupt erzählen können und was nicht. Und ich habe das immer wieder bei verschiedenen Zeitzeuginnen Gesprächen, auch moderierten, mitbekommen, dass Zeitzeuginnen oft so als Lexikas begriffen werden, die jetzt ganz viele historische Fakten wiederkauen sollen oder dass auch auf ganz bestimmte Aspekte ihrer Lebensgeschichte verwiesen wird und das sollen sie dann erzählen. Und die Interviewpartnerinnen sind aber keine Informationsquellen, die man nach Belieben auspressen kann, sondern haben ganz individuelle Erfahrungen. Und Oral History Interviews sind, finde ich, eine ganz spezifische und eine aktive Form von Erinnerung. Und sie sind sehr nah und sehr persönlich und teilweise total emotional und teilweise auch überhaupt nicht emotional. Und anders als jetzt andere Dokumente wie Briefe oder Fotos haben Interviewpartnerinnen natürlich auch Erwartungen an die Interviewsituation. Also das hat auch der Philipp, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Also so genau, manchen ging es darum, wirklich davon zu erzählen, wie sie diese Flucht erlebt haben oder was der Nationalsozialismus für die Familiengeschichte bedeutet hat. Anderen ging es ganz stark auch darum, jetzt nicht nur als Vertriebene wahrgenommen zu werden oder als Geflüchtete oder genau als Juden oder Jüdinnen, die aufgrund des Nationalsozialismus fliehen mussten, sondern wollten eben auch ganz stark zeigen, wie sie
in Amerika angekommen sind und was dann ihre weiteren Erfahrungen und ihre weiteren Lebenswege waren. Und genau. Und ja, eine Problematik, die auch angesprochen worden schon ist, oder das andere war jetzt keine Problematik, aber was vielleicht ein bisschen schwierig war, war, dass viele Personen, die ihre Fluchterinnen eben, die ich interviewt habe, also das war vorletztes Jahr, die sind eben in den 1920ern oder in den 1930ern geboren und sind dementsprechend jetzt schon oder waren in einem sehr fortgeschrittenen Alter und waren bei ihrer Flucht noch Kinder. Und das macht in beiden Fällen was mit der Erinnerung. Und oft waren es eben Erzählungen von Erzählungen, die dann auch in den Interviewsituationen thematisiert worden sind. Und genau zu meiner Rolle, ich meine, prinzipiell mir war es immer wichtig, zwar vorbereitet zum Interview zu kommen, aber auch unvoreingenommen und zu bedenken, dass es sich eben um Individuen mit individuellen Schicksalen handelt. Und auch wenn die Austrian Heritage Collection natürlich einen thematischen Fokus hat, bedeutet das eben auch nicht nur die Fluchtgeschichte oder die Erlebnisse vor dem Nationalsozialismus zu thematisieren, sondern eben auch das restliche Leben der Interviewpartnerin oder des Interviewpartners. Aber ich glaube, das haben meine Vorredner eh auch schon ganz gut dargelegt. Danke sehr, danke für die Einblicke. Mit Blick auf die Zeit würde ich tatsächlich jetzt schon vier Fragen aus dem Publikum öffnen. Es gibt eben die Möglichkeit, in den Chat Fragen zu stellen oder sonst gern einfach stumm aufheben oder die Hand heben, je nachdem. Wenn es jetzt akut noch keine Fragen gibt, dann hätte ich noch eine Frage, anschließend auch an etwas, was die Anna eben gesagt hat, eben diese Erzählungen von Erzählungen, also wie viel Sinn es dann noch macht oder ob es dann einfach ganz ein anderer Rahmen ist, wenn man sozusagen Kinder und Enkelkinder interviewt. Also da würde mich interessieren, wie ihr das seht. Kinder und Enkelkinder von Emigrantinnen, was natürlich darauf antworten möchte. Also, vielleicht Albert? Ja, okay. Ich glaube, dass man in die Richtung gehen sollte, einfach weil wir in der Zeitphase jetzt sind. Ja? Also wir wissen alle, dass die Menschen uns leider verlassen werden, obwohl immer noch so viele da sind. Also ich glaube, alle, die an dem Thema arbeiten, sind oft überrascht, wer eigentlich noch erreichbar ist und dass immer nur so viele Menschen vorhanden sind, die man befragen kann. Aber es ist ja die Frage, wer ist Überlebender? Also nachdem ich zuerst den Sam Beck genannt habe, wenn man der ist 1945 geboren in Shanghai, kommt er mit seinen Eltern 49 nach Wien, geht, glaube ich, 5-6 Jahre in Wien in die Schule und ist jetzt in New York. Also was ist er? Eigentlich ist er ein Überlebender. Also er ist im Exil geboren, würde ich sagen. Aber solche Geschichten, glaube ich, sind hochinteressant. Und für mich eines der spannendsten Ergebnisse war eigentlich das von dem Questioner 1, also wo wir nach den Routen der Emigration gefragt haben, nämlich wie unterschiedlich die Routen sind, wie lang oft der Emigrationsweg dauert. Also in Amerika ist das sicher ganz oft, dass viele zum Beispiel aus England nach dem Krieg gekommen sind. Also das ist natürlich aus diesen ganzen Orten, die schwierig waren, wie Shanghai, also oder afrikanische Länder, sage ich mal, oder Länder, wo dann, weiß ich nicht, halt Diktaturen entstanden sind. Da ging es weiter.
Was mich auch überzeugt war, ich habe jetzt einmal vor kurzem ein Interview gesehen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wo es so um israelische Gegenbilder geht. Und ich habe mir das rausgeschrieben, weil mich das so beeindruckt hat. Da hat eben die Vera Thal ein Gespräch gemacht für diese Bundeszentrale. Und ihre Eltern sind Überlebende, die in Auschwitz waren. Also die waren im Widerstand, Sosnowitz. Und sie hat geschrieben, also es haben einige überlebt, ja, aber befreit wurde niemand, sagt sie dann. Und das KZ bleibt stecken in der Seele und im Bewusstsein. Und das ist jetzt wichtig. Und die Kinder haben die Assoziationen geerbt. Also ich denke mal, es ist ganz viele dieser Geschichten auch in den, natürlich weitergetragen, natürlich transformiert in den sozusagen in den Biografien der Kinder. Und wann immer ich mit Kindern gearbeitet habe, war das sehr, sehr spürbar. Und das war übrigens eines der schönsten Sachen bei der Shoah Foundation, dass die oft die Kinder eingeladen haben und die Familie eingeladen haben, die was zu der Person der Überlebenden sagen. Und ich fand das immer sehr beeindruckend. Bei der Vera Thal finde ich es ziemlich irre, weil die ist dann sozusagen, die hat es in Wien nicht ausgehalten und die ist in der Kibbutz nach Israel gegangen. Ein Kibbutz nahe vom Gazastreifen, also das immer wieder beschossen worden ist und hat sich dort viel sicherer gefühlt als in Wien. Und das ist nur ein Beispiel davon, also wie die Geschichten weiterleben. Und ich glaube, dass es auch in der zweiten Generation ein großes Interesse gibt, sozusagen, wo kommt die Familie her? Also ich denke mal, da wird wahrscheinlich die Aufgabe, sozusagen das zu vermitteln, was bedeutet zum Beispiel Österreich? Ja? Also was ist das für ein Leben? Ich meine, im Prinzip ist es meistens Wien, aber dass man das, ich glaube, dass es da ein Interesse gibt, sozusagen was zu erfahren. Und es ist ja eigentlich jedes Interview gut, also das, was die Anna gesagt hat, sozusagen immer dieses Unvoreingenommene, abgesehen davon, dass man halt vorbereitet sein muss, aber das Unvoreingenommene bedeutet ja, dass man hinhorcht. Also dass man horcht, was eine Person beschäftigt. Und ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel zu einem wertvollen Interview, weil dann haben beide Seiten was davon. Dann kriegt die Person, die erzählt, ganz viel von dem, was wir fragen. Also unsere Fragen sind da ganz wichtig, das hat der Anna gesagt. Also ich fände das, glaube ich, sehr überlegenswert, dass man auf jeden Fall mit der zweiten und natürlich mit der dritten Generation anfängt, was anzudenken. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich kann nur sagen, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe mit dem Personenkreis, das war sehr, sehr, sehr interessant. Und ich meine, da hat das Austrian Heritage Collection Projekt hat ja sozusagen die Daten von vielen der Eltern. Ja? Also das ist ja unglaublicher Fundus. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle Kinder das kennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle Kinder, wenn die Interviews deutsch waren, diese Interviews verstehen können. Ja? Also da, ich glaube, dass da viel Potenzial drinnen ist. Muss man natürlich überlegen. Aber es wäre absolut wert, in die Richtung zu gehen. Okay. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wir hatten einmal eine E-Mail von einer Person, die nicht wusste, dass ihr Vater interviewt wurde und hat sich dann total über das Interview gefreut hat, weil sie es gar nicht gewusst hat, dass ihr Vater interviewt wurde. Also es gibt viele Herausforderungen auch für das Austrian Heritage Collection. Also eben, dass man eben, dann muss man natürlich die Questionnaires adaptieren, man muss die Interviewleitfäden adaptieren, wenn man eben beginnt, eben die zweite und dritte Generation eben zu interviewen, aus meiner Sicht. Ich habe gesehen, die Anna hat nochmal die Hand gehoben, bitte. Also die Emma und ich haben ein Interview gemacht mit der Tochter einer Person, die in 1938 geflohen ist, und die hat irrsinniges Interesse gehabt, die Lebensgeschichte ihrer Mutter uns näher zu bringen. Die Mutter, ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, ob sie damals nicht interviewt werden wollte, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls glaube ich auch, dass da wahnsinnig viel Potenzial drinnen steckt, auch nachfolgende Generationen zu interviewen, einfach weil da so ein starkes Interesse auch an der Familiengeschichte da ist. Und ich glaube, dass das auch einfach nochmal voll tiefe Einblicke dahingehend geben kann, wie sich auch einfach so die, diese Familiengeschichte auswirkt auf Erinnern heute oder auf die Identität der nachfolgenden Generationen heute.
Und genau, und ich habe auch so das Gefühl gehabt, da werden dann oft noch so Erzählungen dann wiedergegeben, die vielleicht auch die, die Zeitzeugin vielleicht als gar nicht so erwähnenswert gefunden hätten. Also so, ich glaube, dass da auch total viel drinnen steckt und dass es da extrem spannende Erzählungen auch gibt. Bitte Philipp, und dann sehe ich eine Frage im Chat, die lese ich dann vor sonst, oder? Aber erstmal Philipp, bitte. Du kannst doch gerne die Frage im Chat vorziehen, wenn du willst. Nein, bitte. Ja, also diese Frage, wie weiter, die beschäftigt uns ja schon seit längerer Zeit. Und also diese zweite, dritte Generation Interviews, die fände ich natürlich auch total sinnvoll, wobei man sagen muss, ich glaube, das wäre ein total neues Projekt, das man eigentlich irgendwie aufziehen müsste, weil also die Adaptierung der Fragebögen, denke ich mir, hat schon in Israel, also sie hat funktioniert, aber nur bedingt. Ich denke mir, also diese Herausforderung, also wirklich auch irgendwie adäquat stemmen zu können, würde bedeuten, dass man wirklich die Köpfe zusammenstecken müsste und sich überlegen müsste, also wie schaut ein Projekt aus, dass man jetzt ganz einfach, wenn das zu Ende geht, da mit den Instituten, weil eben, wie der Albert gesagt hat, auch das ganze Material da ist, auf die Beine stellt. Und was ich ganz kurz zeigen wollte, da werde ich jetzt noch einmal unverschämt den Bildschirm freigeben, weil ich auch mit den Kindern zu tun gehabt habe. Nein, es funktioniert nicht. Vergesst es. Es gibt also die Shoshana Jockel auf der Austrian Heritage Homepage. Die hat mit ihrem Mann, also Felix Jockel, gemeinsam, ich versuche es jetzt noch einmal, ja genau, da ist es, also verschiedene Länder auf ihrer Emigration durchlebt. Und dieses Foto, das habe ich zum Beispiel von Kindern also zugeschickt gekriegt, von den Jockels. Und wenn man sich diesen Grabstein anschaut, also damals war die Shoshana noch am Leben, deswegen ist das nicht... deswegen finden wir da noch kein Sterbedatum, dann haben die sich damals schon also gemeinsam auf eine Grabinschrift geeinigt gehabt. Und zwar steht da Children of Austria, Pioneers of Israel und Citizens of America. Und das finde ich irgendwie in dieser Kombination eigentlich irgendwie recht interessant, weil es auch ganz einfach relativ viel über, also sagen wir mal so, Selbstpositionierungen aussagt. Und da hat sich mir natürlich sofort irgendwie die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich für die Kinder, die sie da haben in diesem Zusammenhang, weil die waren ja in diesem ganzen Prozess auch irgendwie mit einbezogen als ein Ding. Als zweites Ding, das ich mir, oder als zweite Frage, die ich mir irgendwie recht zentral stelle, ist, also ich bin da immer irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, weil das eine sind also viele neue Möglichkeiten, die man irgendwie schaffen kann, um Interviews zu führen, und ich bin da total dafür. Also das ist kein Einwand dagegen. Das andere ist, dass ich immer irgendwie das Gefühl habe, dass eigentlich die Zeit, um das Material, das wir haben, zu kontextualisieren, auch nicht ausreicht und die finanziellen Mittel auch nicht ausreichen. Das heißt, wo ich mich ein bisschen eingezwickt sehe, ist eine Entscheidung mit zahlreichen beschränkten Mitteln eigentlich irgendwie treffen zu müssen. Und ich glaube, dass ich habe da überhaupt keine Lösung dafür oder so, natürlich auch Auswirkungen hat drauf, was also genau diese Frage, was geschieht eigentlich nach dem Ende der Zeitzeugenschaft, also massiv eigentlich betrifft. Danke. Also die Frage im Chat bezieht sich eben also eher auf das Thema, was Aria schon kurz angesprochen hat, eben die Frage, wie kann ich mir so ein Interview in der Corona-Zeit vorstellen? Die Frage, die man stellt, sind ja sehr persönlich, wo also die Person meint, das Bild von körperlicher Nähe sehr wichtig ist. Also der Aria hat gesagt, dass sie es auch mit Zoom probiert haben. Wir waren ja zu Beginn der Pandemie noch in New York und sind dann sozusagen zurückgekommen und haben dann auch zwei Interviews über Zoom durchgeführt, was aber eigentlich ganz gut funktioniert hat, weil es technische Unterstützung vor Ort gab von den Kindern, die dann geholfen haben. Und dann hat es technisch eigentlich sehr gut funktioniert. Aber natürlich
man merkt ja jetzt auch, wenn wir jetzt im Depot wären, wäre da ganz eine andere Stimmung wie jetzt so in diesem im virtuellen Raum. Aber grundsätzlich ist es so, Interviews zur Corona-Zeit, also zum Beispiel am LBI in New York, war es dann so, dass wir uns auch wirklich dagegen entschieden haben, jetzt Interviews zu führen, solange sozusagen die Corona-Pandemie jetzt ist. Jetzt in New York mittlerweile sind sehr viele schon geimpft. Aber grundsätzlich war das für uns eigentlich keine Option, sozusagen mit dieser Gefahr sozusagen Interviews zu führen, auch wenn es sehr schade ist. Aber vielleicht, Arie, weil du jetzt auch zur Corona-Zeit Interviews geführt hast, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ja, also zu dem Thema vielleicht auch so Nähe, so körperliche Nähe, das ist natürlich teilweise, also ich habe vor Corona habe ich teilweise Interviews durchgeführt, da musste ich wirklich direkt neben der Person sitzen, sonst hat die mich gar nicht verstanden. Also da gibt es einfach deswegen schon eine Notwendigkeit, um so nah an die Person dran zu sein. Das ist, ja, jetzt machen wir das halt eben nicht. Aber die Großzahl der, also alle Leute, die ich bisher besucht habe, außer eine Person, war bereits geimpft, wir sind geimpft und das macht das wirklich sehr, sehr viel einfacher und da fällt schon so eine Sorge einfach weg und deswegen fühlt sich das alles relativ wieder normal an mittlerweile. Aber das geht halt eben nur, wenn halt die Mehrzahl irgendwo geimpft ist und wir sind halt gerade hier besonders happy darüber, dass halt die Zahlen immer weiter nach unten gehen und wir halt da einen sehr großen Vorsprung im Moment haben. Und das ist der Hauptgrund, wieso wir es uns möglich war, da weiterzumachen jetzt. Ja, ja, vielen Dank. Sarah? Ja, ich habe auch Fragen. Also ich habe zuerst mal danke für den spannenden Einblick in diese beiden Projekte und auch ein bisschen in die lange und traditionsreiche Geschichte schon bald des Verein Gedenkdienst. Es ist immer wieder faszinierend, wie weit der Verein zurückreicht dann auch. Ich habe eine ganz konkrete Frage, die sich vor allem auch an die Anna richtet. Wie findet ihr denn eigentlich, wenn ihr, beziehungsweise auch an Arie, weil ihr seid ja in derselben Situation, wie findet ihr denn eigentlich die Leute, die ihr interviewt? Also wie arbeitet ihr denn da, dass ihr überhaupt Interviewpartner aktuell bekommt? Weil ich meine, stelle ich mir das schon schwieriger vor, vor allem in den voranschreitenden Jahren. Ich meine, Franziska, du warst ja sicher auch damit konfrontiert. Und es würde mich interessieren, wie dieser Prozess aussieht. Und dann hätte ich noch so eine konkrete Frage auch, wie weit diese Interviews eigentlich sozusagen nach 45 hinausreichen. Also Arie, du hast es auch angesprochen mit der Staatsgründung Israel. Also inwieweit ist es auch ein Teil dieses Projekts, sozusagen über den Krieg und über den Zweiten Weltkrieg hinauszugehen, was die Lebensgeschichte danach betrifft. Also wie weit steht das sozusagen auch in ist es Teil dieser Interviews? Das würde mich noch interessieren. Danke. Arie, soll ich beginnen oder möchtest du? Okay. Genau, also mal zur Frage, wie wir die InterviewpartnerInnen finden. Also grundsätzlich muss man sagen, die Emma und ich haben, wie wir Gedenkdienst gemacht haben, nicht so viele Interviews direkt in New York gemacht, sondern sind sehr viel auch herumgekommen. Also wir waren zum Beispiel in Massachusetts, in Pennsylvania. Die Emma war auch an der Westküste, genau, wir waren dann auch in Kanada, in Montreal. Und prinzipiell, also der Philipp hat ja vorher die Fragebögen auch schon gezeigt, die werden natürlich alle in der Datenbank vom Leo Baeck Institut dokumentiert und sind da auch in Kopie vorhanden. Und prinzipiell arbeiten wir eigentlich immer noch mit dieser Datenbank, die angelegt worden ist, ganz zu Beginn des Projekts und versuchen dann eben, aktuelle Kontaktdaten von den Personen zu finden, aber sehr oft sind es eher auch noch dieselben oder Telefonnummern. Genau, also die Datenbank ist nach wie vor voll wichtig und da eben auch vor allem Leute, also da haben wir dann vor allem Leute kontaktiert, die nicht direkt in New York leben. Und genau, ich glaube so im Vergleich zu den 90er Jahren
gibt es halt auch heute andere Transportmöglichkeiten. Also die Emma und ich sind dann sehr kreativ geworden und haben uns dann zum Beispiel überlegt, welche Personen können wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen oder zum Beispiel auch mit Uber, was dann halt schon recht günstig war. Und das sind halt alles Möglichkeiten, die es halt in den 90ern noch nicht gab, aber wo man dann recht, also einfach nochmal das Feld an potenziellen InterviewpartnerInnen ausweiten konnte. Genau, also so. Und dann natürlich eine andere Quelle sind auch noch Personen, die dann, weiß nicht, noch Bekannte zum Beispiel haben und sagen, ah, das wäre auch eine Interviewpartnerin oder auch ein Interviewpartner, der oder die spannend wäre. Also über persönliche Kontakte. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zu, wie weit die Interviews über 1945 hinausgehen. Das war tatsächlich in meinen Interviews, oder die Emma und ich haben auch sehr viele Interviews zu zweit geführt, total unterschiedlich. Also manche Personen wollten wirklich mit 1945 und dann Schluss machen, im Sinne von, da hört dann auch die Erzählung auf, oder es geht dann in vier Sätzen noch kurz drum, dann bin ich das geworden und jetzt lebe ich hier. Und eine Interviewpartnerin, mit der das Interview circa 4 Stunden gedauert hat, da ging es dann wirklich 2 Stunden vor allem um ihren Berufsweg und die Situation von ihr als Frau an einer technischen Uni in den USA, also in den 60er Jahren oder ja, 50er Jahren. Genau, also es kann ich jetzt für meinen Teil gar nicht so klar sagen, sondern es war sehr unterschiedlich. Ja, also wir hier arbeiten auch einfach mit unserer Datenbank. Da gibt es noch einige Leute, die wir kontaktieren können. Und teilweise kommen auch Enkelkinder oder Kinder von den Leuten auf uns zu und sagen, mein Vater, mein Großvater, der wurde noch nicht interviewt und vielleicht hättet ihr Interesse, mit denen ein Interview zu machen. Also das kommt schon mal vor. Und bezüglich der Frage, inwieweit wir darüber hinausgehen nach 45, also gerade der Teil, der danach kommt, finde ich oft besonders spannend. Also hier die Integration hier in Israel, wie das stattfindet, ist sehr interessant, inwieweit sie Schwierigkeiten hatten mit der Sprache. Teilweise haben sie dann erzählt, dass sie hier in Tel Aviv haben sie einen Nähkurs gemacht in Deutsch. Also da kann man dann auch nochmal sehen, so von okay, wie war das dann hier mit der Bevölkerung, wie viele haben dann eigentlich Deutsch gesprochen, und da ja, das ist halt total interessant. Und dann gibt es halt die ganzen Kriege, das hat auch einen sehr starken Einfluss genommen. Also eine Person hat dann erzählt, wie er dann als Soldat in die Sinai, also an die Grenze von Ägypten dann gekommen ist und wie das dann eingenommen wurde, oder der Krieg an der Golan, also ganz im Norden von Israel. Also da gibt es sehr viele sehr prägende Ereignisse in Leben, die auf jeden Fall erzählt werden, oder auch eben manche, also die vorletzte Person, die ich interviewt habe, die war nach dem Krieg erst noch in Frankreich für eine Weile, und die hat während des Krieges, hat die in einem Kloster gelebt, wurde dann auch christlich, und dann ist ihr Vater aus Auschwitz zurückgekommen, also der hat das überlebt und hat dann gesehen, okay, meine Tochter ist jetzt christlich, und dann haben die, also er hat ihr dann gesagt, von willst du nicht mal in diesen jüdischen Studentenverein gehen? Das hat sie dann gemacht, hat dann da ihren Mann kennengelernt, und dann sind die dann zusammen hier hingekommen. Und da findet also sehr, sehr viel statt nach 45. Und also die Ereignisse während des Krieges haben dann auch noch einen großen Effekt auf das, was dann danach eben passiert. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, vielen Dank. Also das ist ja, glaube ich, etwas, was das Projekt stark irgendwie charakterisiert, dass man sozusagen auch das ganze Leben dokumentiert und nicht nur einen Ausschnitt.
Gibt es noch irgendwelche brennenden Fragen oder Wortmeldungen? Sonst würde ich jetzt die Veranstaltung schließen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Albert klatscht oder ob er nochmal die Hand hebt. Beides. Ich würde ganz gern ganz kurz was ergänzen, bevor du schließt. Es tut mir leid. Ich finde das recht interessant, weil die Shoah Foundation hat damals die Vorgabe gegeben, also du machst 20% vor dem Krieg, 60% zur Kriegszeit und 20% nach dem Krieg. Und das war sozusagen das Verständnis der Shoah Foundation, die vor allem von KZ-Überlebenden ausgegangen ist. Und das hat bei Personen, die nur ein paar Wochen in Österreich waren, bevor sie flüchten haben können, oder ein Jahr, ist egal, überhaupt nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, wir waren immer lebensgeschichtlich orientiert und uns ist einfach das ganze Leben immer wichtig, weil die Personen betrachten ihr Leben von einer heutigen Perspektive. Und wenn ich das nicht verstehe, wo sie heute sind, verstehe ich nicht, warum sie eine Geschichte so oder so erzählen. Ich wollte nur sagen, also es gab unterschiedliche Projekte, aber in dem Projekt und man sieht es am Questionnaire, ist es eigentlich das ganze Leben immer ganz wichtig. Und natürlich bei Kindern ist jetzt klar, dass ja die Zeit danach immer wichtiger wird. Okay, danke. Ja, es ist ja eh interessant, wie es die Anna eben schon erzählt hat, wo dann die Personen oft in ihrem Leben den Fokus setzen. Also das ist ja irgendwie immer total interessant, dass dann oft so bestimmte Jahre total stundenlang erzählt werden und andere in ein paar Sätzen abgehandelt werden. Also ich würde total gerne noch weiter diskutieren, werde jetzt aber trotzdem mit Blick auf die Uhr die Diskussion schließen und möchte auch noch auf die weiteren Veranstaltungen unserer Gedenkenreihe hinweisen. In gewisser Weise wirft unsere nächste Veranstaltung ja sogar eine Brücke von heute zum 19. Mai. Da wird es nämlich eine Podiumsdiskussion geben zum Thema Zeitzeuginnenschaft im Museum. Wir haben es jetzt uns noch nicht in der Arbeitsgruppe abgesprochen, aber ich hoffe, es wird im Depot stattfinden, aber ich bin im großen Zweifel, ehrlich gesagt. Aber wir werden das zeitnah dann wieder über Facebook und über unsere Homepage eben sozusagen nochmal klarstellen. Die Brücke, die wir eben schlagen, ist die, dass einer der Gäste, die wir da eben zur Podiumsdiskussion Zeitzeuginnenschaft im Museum einladen, eben Nico Wahl ist, der ja auch am Leo Baeck-Institut in New York war. Unter anderem wird er da diskutieren mit Victoria Kummer, Steffi de Jong und Annika Reichwald. Am 10. Juni gibt es dann ein Filmscreening, Voices of Children von 1998 von Susanna Justmann. Und dann gibt es noch ein Gedenkenspezial hoffentlich am 24. Juni, eben eine Führung und ein Gespräch mit dem Projektteam durch die Gedenkstätte Karajangasse, wo wir auch hoffen, dass das stattfinden kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt bei uns. Also herzlichen Dank für die Teilnahme und es gibt jetzt noch die Möglichkeit eines informellen Gesprächs. Also nochmal danke auch an die Arbeitsgruppe, danke an die Lena, die das Technische halt heute alles übernommen hat. Und es gibt eben jetzt im Anschluss noch die Möglichkeit eines informellen Austausches. Dazu wird jetzt ein Link gepostet im Chat, ein Wonder.me-Link. Das ist die Möglichkeit, sich in Räumen eben noch mal in Kleingruppen auszutauschen. Also falls da jemand noch Zeit und Lust hat, vorbeizuschauen, würden wir uns sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Und bitte kopiert den Link aus dem Chat, falls ihr da eben noch in diesem Raum kommen wollt. Genau. Also vielen Dank und schönen Abend euch noch.